Mein Name ist Niklaus Peter, ich bin Pfarrer am Fraumünster seit 14 Jahren. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder, die aber alle schon ausgeflogen sind, aber nicht entlaufen. Und das ist eine Kurzvorstellung von mir. Ich lese gerne und ich schreibe gerne. Nein, es ist so, lesen und vor allem auch schreiben. Bücher haben mich geprägt. Ich habe intensiv studiert. Und ich habe nie nur irgendwelche Papiere gemacht, sondern ich habe die Sachen gelesen, und ich das Gefühl habe, das ist wichtig für mich. Als Pfarrer sollte man mit den Menschen zusammen darüber nachdenken, dass sie eigentlich die Grundwerte, die uns prägen, wie wir urteilen, im Licht von diesen ethischen Werten, im Licht, würde ich jetzt sagen, vom Evangelium. Letztlich muss man auch Stellung nehmen zu Sachen, aber das ist dann nochmal etwas anderes, ob man in einer Predigt das macht oder ob man das als Privatperson macht, indem man mal ein Pamphlet schreibt oder einen Aufsatz schreibt. Ich habe sehr gerne Gedicht. Da ist der Spruch auf eine Art immer innovativ. Wenn man Gedicht liest, beeinflusst das die eigene Sprache. Sie wird wie feiner und lebendiger. Das Emotionalste, was ich hier erlebt habe, war, dass jemand in die Kirche hineingekommen ist. Und zwar war es ein Ehepaar, ein kanadisch-amerikanisches Ehepaar. Expats, die hier in Zürich wohnen, wo sie, die Frau, schwanger war. Und sie haben gerade den Bericht gekriegt, medizinisch, dass das Kind im Bauch einen offenen Rücken hat, dass es nicht wird überleben und dass es für die Mutter gefährlich wäre, wenn es nicht abgetrieben wird. Und die beiden waren verzweifelt. Ganz einen schwierigen Entscheid. Und letztlich haben sie sich dann entschieden, das Kind abzutreiben. Ich habe sie in dem Sinne begleitet und sie haben nachher noch einmal ein Kind gekriegt. Wir sind heute noch miteinander verbunden. Wenn ich König wäre, ich glaube, ganz wichtig ist, ich würde versuchen, ein Stück etwas von einer menschlichen Kultur zu stärken.